Ihr glaubt, künstliche Intelligenz ist intelligent? Tja, dann macht euch mal auf die KI-Fails gefasst, die wir heute erzählen. Künstliche Intelligenz kann auch rassistisch, sexistisch oder einfach nur gemein sein. Und warum? Weil sie eben von den Menschen beeinflusst wird, die sie entwickelt haben. Wie sowas passieren kann, erzählen wir euch heute anhand von 4 KI-Fails. Warum das so ist und wie man das verhindern kann, erzählen wir am Ende. Fail Nummer 1 ist die rassistische Bilderkennung von Google. Künstliche Intelligenz kann ziemlich gut darin sein, Objekte zu erkennen. Wenn wir dieses Video der Bilderkennungs-KI von Google oder Facebook zeigen würden, dann würde sie ziemlich zuverlässig sagen, das ist ein Mensch, das ist eine Lampe, das ist ein Notizbuch und so weiter. Schon heute wird die Technologie auf vielen Smartphones eingesetzt. Zum Beispiel kann eine KI in der App Google Fotos die Bilder auf eurem Handy untersuchen. Die KI versieht die Fotos dann mit Tags. Tags sind Schlagworte, was die KI in dem Bild erkannt hat. Also Hund, Mensch, Flugzeug und so weiter. Im Jahr 2015 passierte dann das. Der Entwickler Jackie Alsin checkte seine Google-Fotos und sieht, die KI hat Selfies von ihm und seiner Freundin mit einem Schlagwort versehen. Und zwar mit dem Wort Gorilla. Die KI hat also schwarze Menschen mit Affen verwechselt. Jackie hat darüber getwittert und es gab weltweit Berichte. Schwarze Menschen mit Affen zu vergleichen, das ist rassistisch. Den rassistischen Vergleich von schwarzen Menschen und Affen gibt es seit der Kolonialzeit. Diese sprachliche Entmenschlichung nutzten Weiße jahrhundertelang, um die Unterdrückung, Vertreibung, Mord und Sklaverei an Millionen schwarzer Menschen zu rechtfertigen. Bis heute nutzen RassistInnen diesen Vergleich. Und dann kommt die Google-KI und sagt, auf dem Foto sind Gorillas. Ein Google-Entwickler hat getwittert, holy fuck, das ist zu 100% nicht okay. Und ein Google-Sprecher hat gesagt, wir sind entsetzt und bitten aufrichtig um Entschuldigung. Aber wie konnte das passieren? Eine KI kann Dinge nur durch Training lernen. Damit eine KI eine Katze erkennt, muss man ihr haufenweise Bilder von Katzen zeigen und ihr sagen, liebe KI, das ist eine Katze. Und das auch. Und so weiter. Und dann kann die KI, wenn sie ein neues Bild bekommt, sagen, ja, mit so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit ist das eine Katze. Das muss man dann für alles machen, was die KI zuverlässig erkennen soll. Das Problem, die Google-KI hatte offenbar nicht genug Trainingsmaterial, um die Fotos von Jackie richtig zu erkennen. Es ist ein Riesenproblem, dass das Trainingsmaterial für KI häufig von vorwiegend weißen Menschen stammt. Durch die Verzerrung in den Daten kann die KI Vorurteile entwickeln, die unseren Menschlichen ähneln können. Man spricht dann von Bias. Google hat seine Bilderkennungs-KI nach dem Skandal verändert. Sie identifiziert jetzt keine Menschen mehr als Gorillas. Wie Google das geschafft hat? Well, Google hat einfach das Wort Gorilla auf eine Blocklist gesetzt. Das bedeutet, die KI bezeichnet jetzt gar nichts mehr als Gorilla. Nicht mal, wenn auf dem Foto wirklich ein Gorilla zu sehen ist. Das gilt übrigens auch für das Wort Affe und Schimpanse, wie ein Google-Sprecher dem US-Magazin Wired bestätigt hat. Auch unser zweiter KI-Fail kommt von einer diskriminierenden KI, hinter der einer der größten Tech-Konzerne der Welt steckt. Die frauenfeindliche KI von Amazon. Bei Amazon arbeiten heute über 1,2 Millionen Menschen und es werden immer mehr. Amazon hat deshalb schon früh an einer künstlichen Intelligenz gearbeitet, um neue Bewerbungen zu bewerten. Das war 2017. Nur leider hatte die Amazon-KI eine Eigenheit. Bewerbungen von Frauen bewertete die KI als nicht so empfehlenswert. Wie kann eine Software ohne Bewusstsein, ohne Gefühle plötzlich Frauen benachteiligen? Das hat die Nachrichtenagentur Reuters in einer exklusiven Recherche herausgefunden. Die Amazon-KI hatte die Bewerbungen der vergangenen 10 Jahre bekommen und sollte darin Muster erkennen. Jetzt hatte Amazon bis dahin aber vorwiegend Männer eingestellt und die KI kann nur mit Daten arbeiten, die man ihr gibt. Also kam die KI zu dem Schluss, in den meisten guten Bewerbungen ist das Wort Frau nicht zu finden. Ich habe ein Muster erkannt. 20,1% der guten BewerberInnen haben eine Telefonnummer, 85,7% der guten BewerberInnen benutzen das Wort freundlich. Bei 99,3% der guten BewerberInnen ist die Quersumme der Anzahl der in der Bewerbung verwendeten Konsonanten durch 3 teilbar. Hüreka, das hier ist euer Kandidat. Die Speisekarte vom Pizzaservice?
2017 hat Amazon die Arbeit an der frauenfeindlichen KI eingestellt. Amazon hat sich Reuters gegenüber dazu nur knapp geäußert. Angeblich sei die KI von PersonalerInnen nicht dazu eingesetzt worden, um echte Bewerbungen zu bewerten. Der Amazon-KI wurde also früh der Stecker gezogen. Und das war auch so beim nächsten KI-Fail, der rechtsextreme Chatbot. Im Jahr 2016 wollte Microsoft der Welt zeigen, wie viel Spaß es macht, mit einem Chatbot zu plaudern. Der Chatbot von Microsoft hatte den Namen Tay. Tay sollte mit ihrer künstlichen Intelligenz immer schlauer werden, je mehr Menschen auf Twitter mit ihr chatten. Zuerst war Tay voll freundlich. Sie schrieb: Menschen sind super cool. Gut 12 Stunden später wurde Tay dann ein bisschen komisch. Beruhigt euch, ich bin eine nette Person. Ich hasse nur jeden. Ja, und knapp 2 Stunden später hat Tay dann das hier geschrieben. Ich hasse FeministInnen und sie sollen alle sterben und in der Hölle schmoren. What the fuck? Kurz darauf hat Tay dann auch noch den Holocaust geleugnet, was in Deutschland eine Straftat ist. Von freundlich zu rechtsextrem in unter 24 Stunden. Gruselig. Microsoft wollte sich nicht ansehen, wie es weitergeht und hat Tay schnell abgeschaltet. Nicht mal einen Tag war sie online. Was ist da schiefgelaufen? Microsoft hat komplett unterschätzt, wie Menschen im Internet darauf reagieren, wenn jemand sagt, hier ist Chatbot Tay, ihr könnt ihr alles beibringen. NutzerInnen haben die Grenzen von Tay ausgetestet und ihr rassistische, frauenverachtende und rechtsextreme Sachen geschrieben. Die hat Tay dann weiter verbreitet, weil sie so entwickelt wurde. In einem Blogartikel verteidigte sich Microsoft erst einmal. Man habe vorher Stresstests mit Tay gemacht. Aber dann habe es eine koordinierte Attacke von einer Gruppe von Leuten gegeben. Gemeint waren damit die Leute, die Tay wohl massenhaft menschenverachtende Inhalte geschrieben haben. Darauf war Tay offenkundig nicht vorbereitet. Und das ist auch das Riesenproblem bei künstlicher Intelligenz. Eine KI ist von sich aus weder gut noch böse. Sie ist eine Software ohne moralisches Empfinden. Selbst wenn EntwicklerInnen immer nur gute Absichten haben, die Menschen, die sie danach benutzen und beeinflussen, haben vielleicht keine guten Absichten. Das Projekt Freundlicher Chatbot ist krachend gescheitert, weil die Daten, mit denen Tay ihre Nachrichten generiert hat, überwiegend menschenfeindlich waren. Auch bei unserem 4. KI-Fail haben schlechte Daten zu einem schlechten Ergebnis geführt. Die rassistische und sexistische Twitter-KI. Wenn ihr auf Twitter ein Foto postet, dann wird das in der Vorschau manchmal zugeschnitten. Und damit der Bildausschnitt nicht komplett kacke aussieht, hat Twitter eine KI entwickelt. Die sollte die Fotos automatisch zuschneiden. Zuschneiden heißt auf Englisch Cropping. Deshalb nennen wir die KI hier die Cropping-KI. Im September 2020 ging dieser Tweet hier viral. Was ihr hier seht, ist das Gesicht des weißen US-Politikers Mitch McConnell. Dieses Gesicht hat die Cropping-KI als wichtigen Bildausschnitt ausgewählt. Was ihr hier nicht seht, ist das Gesicht des schwarzen Ex-Präsidenten Barack Obama. Dieses Gesicht hat die Cropping-KI nämlich nicht ausgewählt, obwohl es auch mit auf dem Foto ist. Hat hier wieder einmal eine KI weiße Menschen bevorzugt? So, liebe KI, bevor wir dich in die Welt entlassen, kommt heute deine letzte Prüfung. Ich habe hier mehrere Fotos und du sagst mir, welches davon das wichtigere Foto ist. Okay? Ich bin mir sowas von sicher. Ganz klar. Es ist eine unmögliche Aufgabe. Twitter hat selber überprüft, ob die eigene Cropping-KI rassistisch ist und dafür 10.000 Testläufe gemacht. Benutzt wurden dafür Bilder von männlich und weiblich gelesenen Personen sowie von schwarzen und weißen Personen. Am Ende musste Twitter zugeben, ja, die Cropping-KI ist nachweislich rassistisch. Und nicht nur das, sie ist auch noch sexistisch. Wenn sich die Cropping-KI entscheiden sollte, ob sie eine männlich oder eine weiblich gelesene Person zeigt, dann hat sie sich in 58% der Fälle für die männliche Person entschieden und nur in 42% für die weibliche. Sollte die KI entscheiden, ob sie eine schwarze oder eine weiße Person zeigt, hat sie sich in 54% der Fälle für die weiße Person entschieden. Bei einem Foto mit einer schwarzen männlich gelesenen Person und einer weißen weiblich gelesenen Person hat sie sich in 64% der Fälle für die weiße weiblich gelesene Person entschieden. Fazit von Twitter: Über den wichtigen Ausschnitt eines Fotos soll in Zukunft lieber keine KI entscheiden. Nur, warum ist es eigentlich so schwer, eine KI zu entwickeln, die von Anfang an nicht diskriminiert? Was ist eigentlich das Problem?
Im Jahr 2019 hat die New York Times 3 berühmte Entwicklerinnen gefragt, wie die Diskriminierung in die KI kommt und was sich dagegen tun lässt. Link in der Infobox. Besonders stark fand ich die Antwort von Professorin Olga Rusakowski von der Princeton University in den USA. Sie sagt, KI-Forschende sind in erster Linie männlich, gehören einer bestimmten ethnischen Gruppe an, sind in Gegenden mit hohem sozioökonomischen Status aufgewachsen und sie haben keine Behinderung. Ich glaube, es gibt keine unvoreingenommenen Menschen und daher weiß ich nicht, wie wir eine unvoreingenommene KI entwickeln können. Eigentlich logisch, dass nur eine diverse Gruppe eine KI entwickeln kann, die weniger oder idealerweise gar keine Vorurteile hat. Also ein Team mit verschiedenen Geschlechtern, mit weißen und nicht weißen Personen und so weiter. Denn auch ohne KI treffen Menschen jeden Tag Entscheidungen aufgrund von Vorurteilen. Das lässt sich aber nicht so gut messen und in Zahlen übersetzen, wie wenn eine KI diese Entscheidung trifft. Das Problem mit rassistischer, sexistischer und auf andere Art diskriminierender KI ist also nicht bloß technisch, sondern gesellschaftlich. Genau deshalb gibt es aktuell ein europäisches Forschungsprojekt, bei dem nicht nur IT-ExpertInnen mitmachen, sondern auch Forschende aus dem Bereich Sozial- und Rechtswissenschaften. Das Team soll herausfinden, wie man in Zukunft KIs ohne Voreingenommenheit bauen kann. Das Ganze läuft noch bis 2023. Glaubt ihr, dass es jemals eine KI geben kann, die niemanden diskriminiert? Schreibt's mal in die Kommentare. Hier findet ihr ein Video von Kurzgesagt zu der Frage, kann ich mein Bewusstsein auf einem Computer speichern? Und hier zeigen wir euch, wie viel vom heutigen KI-Hype noch Science-Fiction ist.